Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Selbst wenn man sich bemühen sollte oder wollte, man kommt ja nicht dran vorbei an der Europameisterschaft. So ist der richtige Name. Es gibt natürlich eine App dafür, die iOS-App, habe ich mir mal angeguckt. UEFA Euro 2016 Official App. Versionsnummer 2.0 liegt vor, 65,8 MB groß, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und noch ein paar mehr Sprachen werden unterstützt, erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer und hat bei 62 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 2,5 Sternen. Vielleicht verstehe ich zu wenig von Fußball, bestimmt verstehe ich zu wenig von Fußball, als dass ich vielleicht den Infogehalt, den die App liefert, richtig filtern kann. Ich kann nur sagen, die funktioniert auf dem iPhone 6. Da habe ich es getestet, einwandfrei und wunderbar. Und ich finde durchaus 4 bis 5 Sterne wären da drin, auch wenn mich persönlich Fußball nicht wirklich interessiert. Ich vertrete da immer die Meinung, der Bessere möge doch einfach gewinnen. Heute gerade kam das neue Update, oder gestern beziehungsweise. Und zwar hat die Version 2.0 Folgendes gebracht. Match-Erlebnis, Match-Infos, Match-Feed, Aufstellung, optimierte Live-Statistiken, Anreicherung von Spielerseiten und Ergänzung von bestimmten Statistikkarten, Statistik-Drehkreuz, alle wichtigen Statistiken zum Turnier, zu den Teams und zu den Spielern, neue Fanzone-Ergänzungen zum goldenen Schuh. Ich lese einfach nochmal kurz was aus der Beschreibung vor, obwohl ich das eigentlich gar nicht machen wollte mehr. Alles, was du über die UEFA Euro 2016 in Frankreich wissen musst, so natürlich. Die größte Euro aller Zeiten. Von der Auslosung der Endrunde zum Eröffnungsspiel im Stade de France am 10. Juni bis hin zum Endspiel am 10. Juli. Und alles dazwischen. Die offizielle UEFA Euro 2016 App ist deine Quelle für alles, was du über die Teams, Spieler, Begegnungen, Tabellenstände und vieles mehr wissen musst. Wähle dein Lieblingsteam aus und mache deine persönliche Erfahrung. Folge dem Live Match Center während den Spielen für eine ultimative Parallelberichterstattung. Dort wird es Videos und Audios geben. Alle offiziellen Statistiken und dazu werden unsere Reporter alle News aus dem Lager der Mannschaften liefern. Indem du deine Top 11 der Euro-Geschichte wählst, kannst du dich vor dem Anstoß noch in die entsprechende Stimmung bringen. Das ist wieder dieses Second-Screen-Gedöns, von dem ich persönlich ja nun wirklich nichts halte. Das habe ich, glaube ich, schon mehr als häufig genug hier erwähnt. Also, ihr kriegt irgendwie Infos über ja alles, was sich um die Europameisterschaft dreht. Ihr könnt euer Lieblingsteam auswählen, bekommt da einen gesonderten Tab für, seht dann gleich irgendwie die Aufstellung und News und den Kader und könnt irgendwie euch die Übersicht und die Ergebnisse der Gruppenspiele und der Spiele und so weiter und so fort anzeigen lassen. Ihr könnt euch auch noch Infos über bestimmte Spiele anzeigen lassen und halt über die Mannschaften. Und das Ganze könnt ihr irgendwie auch noch teilen per Twitter und Facebook und hast du nicht gesehen und so weiter. Man kann auch noch Spielern folgen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da sieht man dann irgendwie wahrscheinlich hauptsächlich die Infos oder vorzugsweise oder irgendwie sowas. Ich glaube, für Fußballfans oder Fußballbegeisterte oder Fußballverrückte oder Fußballfreunde, ja, ganz wie auch immer, wird die UEFA Euro 2016 Official App ein netter Begleiter für die Europameisterschaft sein. Bei mir persönlich fliegt sie wieder vom Smartphone. Nichtsdestotrotz, wenn man Fußballfan ist, Download-Empfehlung meinerseits. Ich wünsche allen, die es interessiert und die es gucken, heute beim Zugucken ein gutes erstes Spiel. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich. Ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de.
facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.